sons of heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Hallo und herzlich willkommen bei One on the Road. Wir sind heute in Neuss beim Oktoberfestival und hier spielen heute die 21 Pilots. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, hier campen tatsächlich schon Frauen und Mädchen und Jungs seit gestern Abend, damit sie in der ersten Reihe sind und die beiden Jungs ganz nah miterleben können. Wir erleben jetzt erstmal, was hier so abgeht und schauen uns das Konzert dann an. Warum seid ihr schon so früh hierher gekommen? Damit wir möglichst früh reinkommen und möglichst weit vorne stehen. Aber so groß ist es ja eigentlich gar nicht, oder? Aber trotzdem, umso früher, umso weiter vorne. Ich bin seit 7 Uhr ungefähr heute Morgen hier und ich möchte dann halt nicht riskieren, dass man jetzt auf einmal wieder doch ganz hinten steht, nur weil man eben sich was zu trinken gekauft hat oder so. You living under murder, sitting next to you. You think I get this, sitting next to you. Was machst du denn da gerade? Ich hab das nochmal nachgezeichnet hier, das Logo. Das hatte Tyler, als sie bei SNL, also Saturday Night Live, aufgetreten sind, hatte das auf beiden Händen. Du hast deinen Hals ganz schwarz angemalt. Was ist da passiert? Ja, Tyler von 21 Pilots, der Sänger, der macht das auch. Und ich habe auch die Brille an und den Kimono, den er auch trägt. Also, ja, nur noch das Konzert rocken. Wow, also ein richtig, richtiger Fan. Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Und warum wird es schwarz angemalt? Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Warum habt ihr alle eine rote Mütze an? Das kann ja wohl kein Zufall sein, oder? Das liegt daran, dass Tyler Joseph, der Frontsänger von 21 Pilots, die immer trägt. Vielleicht könnt ihr euren Hals und eure Hände ja noch schwarz anmalen, dann wird es vielleicht noch besser. Ja, das könnte sein, hoffentlich. Ihr habt keine Farbe, ich leider auch nicht. Das Wetter ist heute Neuss nicht so besonders gut. Es regnet total doll, deshalb muss ich mich jetzt hier unterstellen. Aber die Fans da drüben bleiben knallhart und bleiben in der Reihe stehen, denn wir wollen ja nach ganz vorne. Man findet hier sogar Spuren auf vom Camping. Tagelang lagen die hier. Gut vorbereitet, würde ich sagen. Sehr gut vorbereitet. Taking my time on my ride. Taking my time. Läuft. 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 Weißt du, warum der sich immer den Hals so anmalt? So schwarz und die Hände? Das weiß ich nicht, nein. Ich hab's schon gesehen, aber ich weiß nicht warum. Das weiß ich wirklich nicht. Vielleicht weiß er das selbst nicht. Man weiß es nicht. Ja, du weißt es? Oh mein Gott, sie weiß es. Es weiß einfach keiner, ne? Ich meine, das war da drin, weil bei der Show, dass da alles, das, wo er sich so Druck macht, also wenn er hat Druck, da, also ist die... Es klingt diffus, aber ich glaube, wir können uns vorstellen, was du meinst und was er damit meint. Worte und Taten sollten gut durchdacht sein wahrscheinlich und... ich habe es auf jeden Fall verstanden. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das verstanden haben, aber falls nicht, könnt ihr uns ja nochmal eine E-Mail schreiben und dann formulieren wir das nochmal. Wer ist eure Lieblingsband? Die Schlange wird immer länger, aber trotzdem ist sie eigentlich nicht so lang, wie man sie erwarten würde für ein 21 Pilots Konzert. Das liegt aber daran, dass da echt nur 300-400 Leute reinpassen. Dieses Oktoberfestival ist nämlich immer was ganz Besonderes, in ganz besonderen Locations, mit ganz wenig Leuten. Also super intim und man kann echt froh sein, wenn man dabei sein kann. Und die Karten gibt es übrigens immer nur zu gewinnen. Also, das sind echte Glückspilze, würde ich sagen. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days.
lost to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wir haben so wirklich dafür gebetet, alles mitgesungen, alles mitgefiebert, geheult, Emotion war alles da. Ernsthaft, das war echt der Hammer. War richtig cool. Also die Show war super. Hat uns richtig gut gefallen. Ja, war mega geil. Also das Ding hier noch steht, ist auch ein architektonisches Wunderwerk. Alle singen und versuchen, die Leute wieder auf die Bühne zu holen. Aber ich glaube, die Jungs haben jetzt Feierabend. Es ist schade, aber es ist so. Also es ist ein bisschen schade, dass sie das letzte Lied nicht gespielt haben, aber ist okay. Und vor dir stand ein Security-Mann, habe ich gesehen. Konntest du trotzdem was? Ja, ich habe ihm einfach ins Gesicht geschrien. Mein. Hals schwarz und Cap auf und Schminke, ihr seid echt richtig gut vorbereitet. Und hat euch auch gut gefallen? Ja, auf jeden Fall. War sehr, sehr geil. Vor allem, dass wir auch sehr weit vorne standen. Also ich glaube, wer bisher kein 21 Pilots-Fan war, der wird es sein, nachdem er diese Show erlebt hat. Ich bin auf jeden Fall eine. Das war überkrass. Die haben vor 300-400 Menschen gespielt und man dachte natürlich, das ist jetzt klein und intim, also keine krasse Show. Aber falsch gedacht. Es gab Pyrotechnik, Stage-Diving, der ist mit seinem Schlagzeug in die Menschenmasse, was er normalerweise bei den Konzerten macht, aber da sind halt bis zu 10.000 Leute. Und heute haben die Jungs echt gerockt. Also wer das verpasst hat, der sollte sich ganz schnell Karten kaufen für die Europatour. Die startet übrigens am 31.10. in Hamburg. Also vielleicht sehen wir uns da.